Stellt euch vor, hinten kommt wer rein. Hinten kommt jetzt Stefan Raab rein. Alter, Bram. Komm, setz dich. Ich hab da was mitgebracht. Döner. Erinnerst du dich, vor 10 Jahren heute, nicht ganz. Was? Also vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Knapp. Saßen wir in Spandau. Ja. Mit dem Stuhl auf einer Straße. Ja. Erinnerst du dich daran? Mit dem Stuhl auf der Straße? Ja, also auf dem Gehweg. Und da haben wir Döner gegessen. Jo, da wart ihr zu Summoners Inn zu Besuch. Genau, das war die 3. Folge von Let's Eat. Oder die 4. Und wir haben gesagt, wir machen noch eine zweite. Ich habe die Folge leider bei dir auf dem Kanal nicht gefunden. Das war der Aufhänger. Wir hatten mit Summoners Inn damals 20.000 Viewer. Das war 2014. Ja. Und kannst dir gerne noch das Headset aufsetzen, wenn du Bock hast. Und der liebe Max hat mir... Und wir haben die Pete's Meat eingeladen, beziehungsweise es waren du und Jay, right? Ja. Genau, dann gab es so einen Viewer-Rekord und wir haben gesagt, naja, dann wächst Bram Maxims Beine in der Show. Unter anderem natürlich ganz wichtig, Zahnpasta, ja, weil Zähne müssen natürlich frisch sein. Vor allem, wenn ich mir die rumknutsche. Das ist einfach 10 Jahre. Ja. Das ist einfach auch so unfassbar gut produziert, nicht. Ganz wichtig natürlich dann Haarspray, damit die Haare auch in allen Körperpartien richtig sitzen. Und am allerwichtigsten Kaltwachsstreifen, damit halt störende Haare entfernt werden können. Auf dem Level. Hey Maxim, na, was geht? Aber Banger YouTube-Video. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Plan war einfach nur... Ja, machen wir jetzt ein schönes Let's Eat. Ein kleines Let's Eat, Folge 2, ist auch ein Halloumi-Döner mit Schaf. Geil, deswegen hat mich... Mit allen Soßen drauf. Geil, danke Ende. Dir. Ja, gerne. Deswegen hat Johannes mich heute Mittag gefragt, sag mal, rein theoretisch, wenn du bei Yemek bist, was holst du denn da? Geil. Und er meinte auch, ey, bitte spiel, weil ich habe gesagt, heute gibt's Dick Balatro. Hast du schon gezockt? Ja. Nee, genau, ich wollte es heute zocken und Johannes meinte so, ja, mach mal so um 18.30 Uhr nicht. Mach mal erst später. Ja, geil, guten. Ja, guten. Ja, wir waren jetzt nicht vorangegangen das Wochenende, sondern das war vorher bei den Stream Awards. Das hier war tatsächlich davor geplant schon. Ja? Ja. Ja, weil wir saßen ja in der Kneipe, wo du meintest, ey, ich komm vorbei, bla bla bla. Ja, aber da war das schon geplant. Ah. Nächte Win Challenge dann mit Henno, Freddy und Brammen. Chef, klar. Welche Spieler hattet ihr alle? Wo drin? Bei der Win Challenge jetzt? Mhm. Wir haben angefangen mit Counter-Strike. Trackmania eine Kaki-Map. Das wäre auch was für dich, wenn du mal irgendwann 10 Stunden mal knüppeln möchtest. So, 3, 2. Ja. Dann hatten wir ganz klassisch natürlich Freddy war mit dabei, also Noble und Tolkien und dementsprechend LOL. Und zwar 6 Stunden. Krass. Das war auch voll unverhältnismäßig, muss ich erst mal sagen. Du hattest so Counter-Strike ein Match gewinnen. Ja. In Party Animals 3 Matches am Stück gewinnen. Ja. Ja. Dann, also ihr müsst auch in Reihenfolge schaffen, durchgehend. Sonst genau. Okay, krass. Dann in Trackmania eine Kaki-Map schaffen. Und dann wurden sich vorhin noch Maps rausgesucht, die man auch so lotteriemäßig einfach schaffen konnte. Ja. Und dann kam LOL. Ich bin eingerankt worden wieder. Ich bin Gold 3. Oh, Alter, das ist gar nicht mal schlecht für die heutige Zeit. Das, ja. Das ist quasi damals LOL 3, Diamond Lowest. 3 Wins in Folge. Ja. Aber Tolkien und Freddy loggen sich beide mit ihren Master-Accounts ein. Ja gut, dann wird's schwer, Alter. Ja, guck mal, ihr habt so Strömen gegessen. Das hatten wir schon. Von also, wann ist das? 3, 2, 1. Ich habe vor einem halben Jahr so Strömen gegessen. Ja, mir tut der Darm weh. Ich hab spontan Frisches fast und noch so weit. Wir essen. Du hörst jetzt die ganze Zeit Kopfgeräusche. Wie heißt er nochmal? Martin. Nee, Nickname? Dicker Wikinger. Dicker Wikinger, yo, den habe ich letztens auf so einem... Tenendo hat ein Video hochgeladen, wo er seine letzten 10 Jahre zusammenfasst. Ah ja, und da war der damit dabei? Und da war ein Bild aus der alten Zeit, ich glaube, es war dieses Paintball-Turnier oder so, falls du dich nur erinnerst. Ja. Glaube ich. Und da war er auch dabei und mir fiel sein Name nicht mehr auf. Heute, oder wir probieren. Der war auch immer allein. Da ist doch gar nichts mit dem Boot, kannst du dich dann erinnern? Ja. Da war der auch mit dabei.
Ja, Surströmmings Filet. Also das haben wir online bestellt, da steht hier auch alles nur in, wo ist das überhaupt, Norwegisch? Schweden, Schwedisch, Finnisch, whatever. Skandinavisch. Aber Kalorien hat das, man muss aber sagen, das war, sah mal anders aus, weil das hat sich jetzt ein bisschen gewölbt. Das war ungefähr ein paar Monate bei Peter, oder? Ja, wir wollten das bei letzten lokalen Games schon machen, aber haben das irgendwie nicht. Ein Haltbarkeitsdatum? Ja, also wir können das nicht hundertprozentig sagen, aber da steht was von 2023. Haltbarkeit? Na, das läuft doch nicht. Also März, März. Das ist wie Salz. Aber da steht was von 2021, das ist wahrscheinlich das Abpackdatum. Ich muss sagen, bei uns, September 2021 wurde es abgepackt. An der Ecke ausgepackt, wo richtig Wind war. Warum schön weggezogen die ganze Zeit. Das war richtig gut. So krass, weil dann der Gas entsteht. Ram hat halt legit, legit jetzt schon am Ende, weil sein Magen macht das nicht mit, allein diese Angst davor. Genau, weißt du, das ist wahrscheinlich viel weniger schlimm als die Fantasie in meinem Kopf ist das so ist, viel schlimmer. Also selbst wenn er die Dose berührt, hat er schon so Kotzreiz. Ernsthaft? Ja, wir haben den Versuch, super schlimm. Das euch dann auch oder gestern du, nee, aber willst du mal ein bisschen so? Jeder hat ja so seine Angst. Ja. Bei mir ist das verschimmeltes Essen. Und Flugangst, oder? Hast du auch? Ja, aber die kriege ich, aber das ist okay. Aber verschimmeltes Essen wirklich so schlimm im Sinne von, wenn ich meine Scheibe Käse im Kühlschrank vergessen haben sollte, das kommt eigentlich nie vor, weil ich da echt drauf achte. Krass. Und dann ist die Schimmel dran, dann ist eigentlich die einzige valide Option. Molotow, Cocktail, Tür auf, Tür wieder zu. Alles klar. Neuen Kühlschrank. Crazy. Oh, dann kann ich gar nicht haben. Was sagst du, Martin? Die legen ja auch Hai in so eine Pfanne, in so ein Fass rein. Chaotic Snake 96 spendet 5 Euro. Hey Bram, was sitzt auf dem Baum und ruft Aha? Ich weiß es nicht. Hey Bram, Witze kosten 50 Euro bei uns. Ja, das war's er. Kannst du da eindrücken? Oh. Hey, pass auf. Wir haben ja einen Handel. Aber danke. Und ich bin ein bisschen irritiert, denn Martin meinte zu mir, er verrät uns nicht, wie man die normalerweise aufmacht. Die Aufstechung. Unter Wasser. Also ich weiß auch nicht, wie so eine Wölfe aufsteht. Hier stehen auch so Sachen drauf, wie Netto wiegt 400 Gramm, also wahrscheinlich Nettogewicht sind 400 Gramm, nehme ich mal stark an. Mit den anderen Daten kann ich jetzt nicht allzu viel anfangen. Du musst doch erstmal einmal das Gas ablassen. Abtropfgewicht 300 Gramm. Ja, also einmal reinstechen oben, ja, damit ich jetzt gesagt. Dann brauchst du ja, aber ich bin am so passiert wie Sau, ey. Stimmt, wenn du so machst. Ich hab einen 140er Puls. Nein, aber holy shit. Eine Info noch, ich werde nicht durch die Nase atmen ab sofort, weil ich will es nicht riechen, bevor ich es nicht gegessen habe. Ich glaube, die Nase macht... Danke, Chaotic. Ein Uhu mit Sprachfehler war der Witz. Vielen Dank. Liebe geht raus. Dankeschön, sehr freundlich. Wir haben das bei uns mal immer gemacht, weil das überhand genommen hat, weil die nur noch Bram-Witze gespammt haben und wir haben den Preis immer weiter hochgemacht und bei 50 war so die Grenze, wo die Leute endlich aufgehört haben. Das war wirklich... Okay. Ja, ich muss mich langsam. Ey, das ist generell bei mir so krass. Jetzt hier auf Twitch muss mich erstmal überall reinfuchsen. Auch so, generell, mir musste man erklären, was eine Win-Challenge ist. Okay, pass auf. Nee, ich weiß es jetzt, aber. Ich wusste es nicht. Ach krass, ja, okay. Gestern hieß es so, ja, komm, kommst du, machst du Win-Challenge mit? Ich so, ja, wir spielen ein paar Games und so, dann gewinnen wir die. Ist so, cool. Frag ich da nur noch, dauert das eher so 2 Stunden oder eher so 6? Er macht nur so ein Smiley. Ich so, okay, dann dauert es halt ein bisschen länger. Gar kein Problem. Haben wir um 13 Uhr angefangen und Alter, heute Morgen um 2 Uhr dann abgebrochen, weil ich halt irgendwann meinte, ich muss pennen. Also. Zwischen 2 und 6 Stunden, ja, moin. Ja, war mir nicht bekannt. Ich bin immer noch feucht, wenn ich daran denke, wie du neben mir vorbeigelaufen bist bei Gamescom. Meinst du jetzt Bram oder mich? Das ist wichtig. Ich gehe davon aus, dich. Naja. Ja, klar. Wer weiß. Ist dein schon ein heißes Schnittchen. Ja, aber hier geht es gerade nur um dich. Die letzten 6 Nachrichten waren nur du. Ja, ich bin zum Baiten hier. Twitch danke, Prime danke is no crime, möchte ich nur sagen. Haha, den kenne ich noch nicht. Boah, magischer Moment. Ich hab das voll auf die Hand bekommen. So, was macht Bram? Ich höre einfach nur im Hintergrund. Ich hab natürlich den Mund eingeatmet und hab das schon mitbekommen. Das riecht, glaube ich, wirklich nach. Okay, so schlimm war das bei uns tatsächlich nicht irgendwie. Aber dann war das der Wind. Wenn du sofort die Dose aussiehst, bei euch war da bestimmt so ein Stück Filet drin. Ja. Ja. So richtig, wie so Heringe. Genau, so in die Richtung, ja. L-Unterstrich, sie spendet 5 Euro. Das ist ich heine mein Habibi. So, danke, Kuss. Ehre. Deswegen wollte ich nicht durch die Wir haben das vielleicht ein bisschen länger liegen lassen. Deswegen habe ich gesagt, wir sind wahrscheinlich die einzigen YouTuber, die wirklich schlecht die Soße drücken. Also sterzig war wirklich bestellt gegessen. Jetzt kann ich das sagen, da habe ich mal so unter Videos gelesen, dass Leute schreiben, normalerweise machen die einen Topf mit Wasser und tun das unter Wasser, damit das halt nicht expandiert. Alter, ob Lena da in dem Wind steht, willst du mich verarschen? Lena riecht nix.
Mach doch einfach die Nase zu. Schau mal deinen Windzug rein. Er kann einfach die Nase zumachen, ohne sie anzufassen, Hammer. Ein bisschen rüber. Ich hab's gerochen, aber es ist nicht schlimmer als Glück. Boah, ich hab direkt. Also ich hab bisher nichts gerochen. Oh, shit. Ich hab nur gereizt gekriegt. Ich hab bisher hier geht kein Wasser, ne? Hier riecht man. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwo abfließt. Oh, scheiße, das läuft irgendwo ab. In die Wäsche. Der Wasserhahn ist nicht angeschlossen. Wir haben dann nach den Garten umgebaut. Oh ja, oh, einfach so eine Betonplatte drüber. Wie in Tschernobyl damals, so ein Sakko fragt. Seitdem Peter Fine Dining macht, hat er sich verändert. Und danach müssen wir richtig hart Hände waschen. Ich glaube, das ist ein wirklich ey, man musste sich wirklich gefühlt desinfizieren überall. Der Geruch hing sogar an den Möbeln, an dem Tisch, wo das drauf war und so. Ich atme nicht durch die Nase, Jonathan. Knoblauch. Ja, oder es riecht nach Knoblauch. Das riecht fast. Alter, ihr habt die ganze alles da versaut da drauf. Knoblauch. Mach mal Finger und mach mal so. Alter, ich mag doch nicht, bin ich bescheuert. Ich hab ich 3 Meter. Es hat einfach nur nach Geierarsch gestunken oder so. Das war einfach pervers. Boah. Wir did it. Guten Hunger. Das ist ja voll ein Bläschen. Bah! Ja, das fermentiert ja auch, oder nicht? Ich find's so krass, wie man bei Chris die ganze Zeit hört, dass er die Nase zu hat, ohne sie anzuschauen. Das ist ja so ein krasser Trade von ihm. Das ist sehr intensiv. Das ist aber auch schön klassischer Content. Das ist so strömig ist. Ich hab jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir uns das angucken, während wir Döner essen. Alter, was geht denn mit dem Junge ab, ey? Das ist Geräusche, die hab ich auf dem Autotreff da eben gehört. Ich kann das nicht! Pass auf, ich hol mal. Das ich hol mal Zeba. Ich steh mit Maske. Rothschild. Ihr gehört mir jetzt. Hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mich alle so empfangen habt hier. Einen wunderschönen. Ich bin auch gleich wieder weg. Ich bin legit nur den ganzen Weg bis nach Spandau gefahren, um kurz mit Henno Döner zu essen. Da hau ich wieder rein. Wieso eigentlich die ganze Zeit Stefan Raab? Einfach verpasst? Stefan Raab, ist Stefan Raab ein Running Gag bei dir? Nein, wir haben Emote School uns angeschaut. Also welches Emote verwendet man wann und bla, so YouTube-Video erklärt. Und da war auch Pack. Dann war das Video vorbei und ich habe gesagt, okay, was wäre, wenn jetzt hinten Stefan Raab reinkommt? Und dann kommst du 2 Minuten später du rein. Das war schon ganz schön random. Ja gut, okay. Das ist ein Punkt, verstehe ich. Es gibt so von früher irgendwas. Ihr müsst ja verstehen, YouTuberInnen, InfluencerInnen, die kommen und gehen. Und es ist so ein riesiger Eisberg. Unter dem Wasser sind all die, die so, ja, es inzwischen nicht mehr gibt. So, ne? Wie viele. Checkt man manchmal gar nicht, weil die dann auch einfach schnell aus dem Kopf sind. Aber ganz viele sind auch, also es gibt, ich kenne auch deutlich mehr, die noch dabei sind, aber die ich selbst aus meinem Fokus verloren habe. Respekt das auch. An Bramen, dass er die Win-Challenge so lange durchgezogen hat. Obwohl No Way so hart durchgehend am Trollen war. Hat er getrollt, oder was? Alter, da gehst du 2-0 in League in Führung, ja? 2 Games. Nach dem, Digga, ich habe eine 17% Irelia Windstrake. Ich geh in die Mitte. Ich carry hier voll. Mhm. Hä, aber will der nicht gewinnen? Ja, doch, aber der wollte länger League spielen. Ja, stimmt, wir haben eine ganze Zeit lang gegeneinander auf Forts gespielt. Da muss man überlegen, die gibt's auch schon über 10 Jahre. Junge, irgendein, also Forts. Leute, F-O-R-T-S, haben wir gegeneinander geballert. So, Bram bzw. Pete Meat und ich auf Hand of Uncut haben das so gleichzeitig unsere View hochgeladen. Und ich glaube, eins der ersten Videos habt ihr einfach genannt, Hand of Blood, juckt die Forts. Und ich hocke so entspannt und denke mir, what? Ja, wir sind ja immer ein bisschen worttechnisch gesehen anders drauf. Ich glaube, haben wir das vielleicht um. Das haben wir bestimmt umgekehrt. Und dann das Bild, Alter. Das ist halt echt so Bruch. Ja, wir haben mal bessere und mal schlechtere Thumbnails und Titel. Aber ich finde, das ist all in all so ein richtiger Pizmeet-Upload. Das ist ein Pizmeet-Upload, definitiv. Ja, aber was ich sagen muss, also anders, ne? Man sieht dann auch doch viele kommen und gehen und so. Aber Pizmeet und Hand of Blood, das ist halt, also fucking Jahrzehnt schon, ne? Wir haben jetzt nicht durchgehend immer miteinander Content gemacht. Gerade so seit der Pandemie habe ich mich auch mega zurückgezogen. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, solche Sachen passieren halt auch. Aber überleg mal, dass du 10 Jahre schon mitspielst. Ja, ja. Also auch in einer relevanten Größe. Ja, ja. Ihr ja auch, das meine ich. So, wir beide. Im Gaming-Sektor. Was gibt's denn so? Ich meine, du bist einer der wenigen Influencer, der damals meine kaputte Studentenküche aus Köln noch kennt. Ja, Mann. Wir waren schön im, wie heißt der Schuppen nochmal? Waren wir schön Alpha. Feiern. Nee, Bootshaus. Im Boot, ja, okay. Bootshaus. Und dann habe ich bei Bram übernachtet. Und da war ich halt voll der Rookie.
So, das war so mein Durchbruchjahr. 2014, 15, irgendwie so. Also 2014 habe ich, glaube ich, bin so mit 2000 Abos reingestartet und am Ende des Jahres hatte ich über 100.000. Das war halt crazy. Oh Gott. Koala Kommunism spendet 10 Euro. Der Lattensepp schuldet dir einen Döner. Hab ihm gestern eine Dohne dafür reingehauen. Kleiner really? Als 3. Okay, erstmal danke. Good to know. Auf jeden Fall. Papa Bram hat mich dann so nach Hause genommen. Ich da übernachten auf der Couch oder so, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Und vorher, wir halt knüppeldicht, setzen uns erstmal schön an den Küchentisch bei Bram in der Studentenwohnung oder so. Und Bram erzählt mir erstmal, du musst härter für dich verhandeln. Ist Freaks überhaupt gut für dich? So, was sind deine Konditionen? Du bist doch hier jetzt komplett am durchrasieren. Du musst dann die Verträge aktualisieren, neu verhandeln. Und ich saß da so, Ich weiß nicht, die Kondition, das war schon funny. Und ich bin so voll, ich weiß auch, ich bin dann so... Guck sie jetzt an, was du hast. Ich bin dann so zurückgereist nach Spanien und hab alles hinterfragt. Alles. Na, sehr gut. Morgen zur Mediakraft? Sag mal, Bram, wann spielen wir Brotato Multiplayer? Da hätte ich mal Bock drauf. Wir haben schon gespielt und gibt noch ein krasses Problem. Ist es geil oder wie ist es? Es leckt wie ein Arsch. Ach, kacke. Wirklich, das ist, also der Input-Delay... ist echt nicht cool. Wir haben dazu ein Video gemacht und jetzt mal so behind the scenes, so Sachen hast du vielleicht auch mal gehört. Also wir haben voll durchgezogen. Wir haben die ganze Zeit getan, als wir mega Spaß hatten. Ich war so abgefuckt danach, nach dem Video, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich... Brotato ist so ein geiles Spiel, aber diese App war... Also diese Workshop-Multiplayer-Modus echt nicht so geil. Mhm. Die ist leider einfach laggy bis zum geht nicht mehr. Ja gut, dann... jetzt echt alle... dann spiele ich das nicht. Deswegen, das tut mir sehr leid. Habt ihr aber auch hier gespielt, ne? Backpack Battles, ja. Wobei ich halt nicht so viel gespielt habe wie du. Hast du eigentlich bis Grandma gespielt? Nee, Alter, Grandma ist gefühlt gar nicht mehr schaffbar. Nee, aber damals, als du angefangen hast, wäre das noch drin gewesen, vielleicht am Anfang. Na, ich habe ja erstmal super spät angefangen. Ich habe ja einen Monat, nachdem Maxim das geballert hat, angefangen. Ja, aber du hast das gemacht wie bei Loop Hero. Ja, komplett durchgeknüppelt. Ja. Komplett. Ich war dann ja auch 2 Monate krank. Ich habe fast nur... Ich habe endlich Dwarf Fortress. Ah ja, das gespielt. Ist dieses RimWorld in krass, wa? Ja, und das uralte, das hat ja das Genre gegründet. Mhm. Dieses World Simulator oder World Sim oder wie man das nennt. Und soll ich einen Mülleimer? Nee. Dann nehme ich das gleich auch mal. Auch so wilde Kerle-Mülleimer. Oder tust du einfach in die. Wir können uns auch schön auf die S-Bank setzen, wenn du Bock hast. Ja, wir haben noch 8 Minuten. Ich muss gegen 19 Uhr wieder los. Ja, gut, dann machen wir das noch schnell. Ich finde es auch gut, dass ihr den gekauft habt bei eBay. Hier sind einfach alte YouTuber. YouTube-Vibes kamen da so rum. Also, oder alte Twitch-Vibes. So Sachen, die man halt gemacht hat, gefühlt 2014. Die man heute aber so nicht mehr macht. Und das finde ich bis heute so an. Also aktuell wieder am Papa Platte so geil. Aber großes Lob an Kevin da, weil wenn der mit dir rausgeht, fühlt sich das immer an, als wenn der dich einfach so dabei hätte. So gar nicht, weißt du, so mit irgendwie einem ganzen Kamerateam oder sonst was, sondern der kommt einfach mit. Voll. Hat so gefühlt so nur sein Handy. Klar, die Technik ist besser, aber vom Feeling her ist es nur so sein Handy. Komm, ich nehme euch mal mit. Ja, er schafft es irgendwie, eine parasoziale Beziehung so krass aufzubauen mit den Leuten. Meine Eltern hatten auch so einen. So, diese Eckcouch, erinnert mich gerade voll an meine Kindheit. Ja, warte mal, wer die verkauft hat. So wahrscheinlich oder? Meine Eltern. Nee, das finde ich auch sehr krass an Kevin. Und ich finde auch heftig, wo er mittlerweile ist. So, der streamt der GTA mit über 40.000 Viewern. Live. Ja. Das ist halt insane. Also, Elden Ring Ding war ja auch gut. Ja, aber verhältnismäßig für ihn, glaube ich, sogar unterdurchschnittlich mittlerweile. Aber irgendwie, ich habe das ja gar nicht so genau mitbekommen. Chat, vielleicht wisst ihr das besser. Ich finde es mega geil, dass so einer jetzt ganz oben ist. Ich finde es auch cool. Weil ich mag Kevin total. Ich finde, der hat das Herz am rechten Fleck. Der hat sich auch ein bisschen entwickelt. Das war jetzt vor 4, 5 Jahren vielleicht noch nicht so. Als er noch 18 war. Der ist ja voll jung. Na, geht, aber guck mal, der hat schon vor 10 Jahren war der schon bei der Longboard-Tour von Unge und so mal, kam der drin vor und so. Ja. Der hat halt giga früh angefangen und der war ja immer so ein ganz kleiner. Über Jahre, ähnlich wie Dalukat. Irgendwann hat es auch bei Dalukat geknallt. Ja, da war reingegangen. Da habe ich so viel Respekt vor, wie manche Leute es einfach schaffen. Sind. 10 Jahre oder ja, nicht 10 Jahre, aber sagen wir 2, 3, 4, 5 Jahre einfach auch. Mit 10 Zuschauern einfach nur teilweise zu sein. Und von da aus dann auf einmal. Ja. Finde ich so krass einfach nur. Wenn ich Kevin angucke, merke ich immer, dass ich alt werde. Weil
mein Wording ist legit einfach so in Relation 10 Jahre älter. Das ist traurig schon fast. Ich bin so richtig dann so der Boomer. Ich weiß, was du meinst. Bei mir ist die Sprache eigentlich immer so, wie mein Umfeld ist. Ja. Also ich bin da auch krasses Chamäleon. Wenn ich da jetzt zum Beispiel die Woche, ich glaube, die Anzahl an Bros, die ich durchschnittlich pro Tag gesagt habe, Bro hier, Bro da, ist rasant nach oben gegangen. Ja, aber... Einfach, weil ich ein fucking Chamäleon bin. Aber jetzt hier wird die wahrscheinlich wieder rasant eingebrochen sein. Ja, auf der anderen Seite... boah, mir brennt die Schnauze, Alter. auf der anderen Seite... ich habe auch über die Jahre immer so versucht, meine eigene Sprache zu... Also gar nicht mal unbedingt bewusst, aber in der Anfangszeit von Summon Us In war noch alles so auf Doom oder verdoomt. Oder so, oder und Reuden, dann, oder Reudig, oder der Reudensplasher. Boosted. So, boosted. Und das fing damals an. Gab's auch noch ganz lange. Und dann irgendwann Allah. Ja, Allah stimmt. Hier, Allah da. So, das war mit Kalle dann ganz am Anfang. So, das ging immer so Hand in Hand über und dann war es irgendwann Ehre Allah, Ehre in den Körper, unnormal belohnt. Also, das hat sich alles gewandelt. Und dann irgendwann habe ich auf einmal angefangen mit Digger, obwohl ich das immer gehasst habe. Ich habe diese Zeit, wo Mert Matan, ja. ApoRed und Leon Mascher so ihren Dreier-Beef hatten und sich von null to Hero katapultiert haben mit einem geskripteten Beef. Heftig. Da haben die ja, ey, wirklich jedes zweite Wort war Digger. Und mich hat das so abgefuckt. Das war dann für mich so richtig Feindbild. Ja, das kannst Wording. Du nicht sagen. Und ja. Dann so ein paar Jahre später. Ja, aber ja. Jetzt gehört es dir nicht mehr. So, irgendwann wird es halt allgemein gut, solche Wörter. Mittlerweile, wenn da irgendwer in den Chat schreibt, so Ehre Allah, korrekt, dass du on bist oder so, dann cringe ich halt selber weg. So. Weil ich da mittlerweile so, ja. Fühle ich, wir haben. Phase ist halt vorbei. Wir haben mit unserem Netzwerk damals und selber auch viel Zeit und Geld investiert, ganz viele Clips von uns zu löschen, die von früher noch da waren. Ja, gut, aber da ging es dann eher um problematische Wordings? Da ging es, ja, nicht nur das, da ging generell auch um so. Naja, wie das halt so ist, man entwickelt sich halt auch. Ja. Und ich weiß noch, wie manchen Influencern halt so, keine Ahnung, irgendwelche dummen Aussagen von früher da mal nachgehangen worden sind, nach dem Motto, du hast halt mal irgendwas gesagt, ja, im Affekt. Oder Angriffsfläche zu haben, klar. Genau. Und das wollten wir halt nicht. Und wir sind ja nie, auch online, nie so auf Beef aus. Ja. Und das machen wir absichtlich auch. Ja. Wir halten uns ja immer raus. Und genau da halt auch so. Es gab halt keinen Grund, es war halt kein, der Content war halt nicht gut, nur weil man krasse Wörter benutzt hat. Ja. Sondern... Ja, ist einfach eine andere Zeit, das tut man halt nicht mehr. Das war damals zwar auch falsch, aber damals haben wir es... Ja, vielleicht hatte man damals auch den Horizont einfach noch nicht so. Wir haben ja wirklich mal als LAN-Truppe angefangen, ja. So aus der Perspektive. Ja, und also dann vor allem auch, wenn man unter sich ist, ist es immer noch mal ein bisschen anders, ist ein total, anderer Vibe. Absolut. Keine Ahnung, wenn ich mit Kalle abends trinken bin oder so mit 3, 4 anderen noch, da reden wir auch noch mal anders als jetzt on cam natürlich. Heißt jetzt nicht, dass wir da die ganze Zeit die N-Bombe droppen oder so, das meine ich nicht. Nur es ist einfach noch mal, man ist untereinander, wo man weiß, wie man die Dinge aufnimmt und wie die Dinge gemeint sind, weil man sich gut kennt. Man ist so ein bisschen im Safe Space. Genau. Kann mal so rauslassen, so ventilartig. Aber wir haben da auch natürlich gewisse Grenzen, so trotzdem. Genau, deswegen verstehe ich das mit dem Cringe halt so. Aber dann denke ich mir so. Ich schon mal zu Kalle, du dumme Nutte oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das würde ich halt jetzt on-cam zu ihm wahrscheinlich nicht sagen. So. Ja, ich habe das hier mit dem Set-Up-Setter mega verfolgt. Ich finde dieses Konzept total geil, was du aufgebaut hast. Danke. Wir sind gerade dran tatsächlich, dass ich hier auch ein Stream Deck habe und dann so umschalten kann und dass wir den wirklich abgreifen. Auch schön mit 4:3 und dann hier oben so eine scheiß Webcam und dann steht im Overlay so Bandicam oder so, weißt du? Und was willst du dann drauf spielen? Ne? So als so Doom 1, Command ja, was and Conquer? Halt läuft. Ja, es ist einfach. Was ist das, C84? Eigentlich immer, wenn ich mich hier dran setze, ist es meistens irgendein Rage Quit oder so. So, ich raste aus, gehe da hin, fahre den Rechner hoch, um mich zu beruhigen. Und dann Pinball oder so. Das gibt's nicht mehr. Aber der braucht halt 5 Minuten, ehe du auf dem Desktop was machen kannst. Das ist crazy. Ich habe mich so rückwirkend erinnert. Ich hatte früher Command Conquer auf einem 486er. Und wenn du das gestartet hast, bin ich danach wirklich einfach irgendwie die Treppe gesaugt oder so. Und erst wenn das fertig war, ging das Spiel los. Erstmal die Treppe gesaugt. Ja, irgendeine Hausarbeit gemacht. Und dann, wenn du wiederkamst, war es endlich dann an. Und das finde ich halt wirklich ein geiles Konzept, was hier passiert ist. Ja, danke. Ich hoffe auch, dass du damit halt happy bist. Ich hatte, hatte damals dein wieder Schuss vorbei, mit, vorbei ja, Video ja, geguckt. Schuss mit. Ja. Genau. Und dann dachte ich mir so, Alter, ich fühle es manchmal so hart. Also es erstmal sehr, sehr befreiend, aus dem Hamsterrad mal auszubrechen und sowas Neues an sich einfach mal zu machen. Aber auch dann fucking auch, Risk, oder? Auch das, ja, aber dadurch auch krasse Abenteuer. Ja, mir gibt es halt krass viel Energie, aber ich bin halt auch viel länger auf Arbeit quasi. Also die letzten 3 Jahre hatte ich schöne 8-Stunden-Tage.
mit Team drumherum alles durchoptimiert auf YouTube, alles lief. Ich brauchte einfach nur 8 Stunden hier sein, Meetings, total fremdgesteuert, die Kanäle einsehbar von 13 Leuten oder so, alles modelliert, ja. Also crazy. Und jetzt sind es halt so, ja, so eher 12 Stunden, so. Und das ja, dann kommt halt mal so ein Elden Ring dazwischen, dann gehst du ja dann auch nicht einfach und sagst so. Ja, genau, oder du jetzt, ja, genau. Ja, genau. Oh, jetzt 8 Stunden rum, ne? Ich muss jetzt nach Hause. So, und halt von, ich sag mal, so, normalerweise hat vorher mein Tag so um 10 angefangen. Mhm. Jetzt halt so um 14 Uhr, aber ich liebe halt alles nicht daran. Um 18, 19 Uhr, sondern um 0, 1 Uhr. Ich liebe alles daran. So, und das würde ich halt. Das auch. Ist halt in Bezug auf Privatleben auch was Neues. Da muss man sich erstmal neu einpendeln mit der Partnerin und so, mit Tamina. Ja. Wochenende wird auf einmal viel, viel wichtiger. So, wann nimmt man noch Stream frei? Stimmt, genau. Du streamst ja immer so von Montag bis Montag, Dienstag, Mittwoch. Aber du warst letztens auch sonntags zum Beispiel hier. Genau, nur, es ist nur so mal eben 4 Stunden. Genau, ist so ein bisschen flexibel. Je nachdem. Wir sind ja gerade auch viel am Reisen mit Baller League und so. Ja, ich gehe sofort. Alle Zeitdruck. Ich weiß, ich hab meine Uhr im Blick, ist alles in Ordnung. Ja, das ist mein Chat ist so deutsch, ne? Das ist so krass. Bam, du musst los. Ja, nee, ich wollte nur gesagt haben, weil hieß es davon, wir können ja was machen, so, nee, aber ich muss gleich halt noch nach Mitte und dann bin ich leider noch terminlich verabredet, deswegen konnte ich nicht so laut, aber ich wollte nur diese kleine dünne Anekdote für dich hier einbringen. Ja, also vielen Dank. Ich meine, es hat jetzt gerade erst gestartet hier. Ja. Ich bin gespannt, wie das Zimmer in 1-2 Jahren aussieht. Einfach so, ja, alles voll mit DDR-Möbeln oder so. So Regale oder so eine Vitrine. Ich muss jetzt auch mal fertig machen mit Dark Souls 3, damit ich auch irgendwie, ich bin wieder voll auf meiner Insel, erstmal Dark Souls 3 durchkriegen. Ja, jetzt mach doch mal fertig. Wie lange brauchst du dafür eigentlich? Du hast zwischendurch in einer Woche Elden Ring gemacht. Ja. Und Dark Souls brauchst du jetzt ewig. Ja. Ich bin jetzt bei diesem Nameless King. Das ist doch, oh Gott, ich habe Dark Souls 3 leider nicht gespielt. Krass. Nein. Krass, aber die anderen Teile? Nee, auch nicht. Aber ich habe mit Elden Ring angefangen. Das ist eher so Chris und genau. Peter und so bei euch. Ne? Ich habe Elden Ring angefangen, habe ich Elden Ring das erste Mal. Voll der Elden Ring-Typ, oder? Viel schlimmer ist noch, ich habe das Spiel angefangen, die erste Stunde gespielt, da bin ich bis zu der Katze gelaufen und dem einen Wolf, der sich so durch die Gegend wirbelt. Habe die beide gemacht, spielte den Seelzeit und meinte, Scheißspiel. Finde ich richtig kacke. Finde ich 10 von 10 kacke. Meinte Peter so, Dennis, ganz ehrlich, du musst mir mal eine Chance geben. Ich gebe dem nochmal eine Chance. Spiel irgendwie bis zu der Kirche, lauf ein bisschen weiter, klipp meinen Fernseher, deinstalliert. Scheißspiel. Ja. Jetzt habe ich ihn. Krass. Ja, ich fand's so. Spiel der Dekade so. Wirklich, ich fand's so kacke einfach nur. Es hat mich überhaupt. Weißt du, der Flow und so weiter hat mich irgendwie noch gar nicht gecatcht. Und dann irgendwann nochmal. Ist aber auch schwierig, weil es auch Open World ist. Hat meine Freundesbubble, meine privaten Freunde haben dann angefangen, da zu zocken. Dann war bei uns auf dem Discord-Server abends die ganze. Alter, Digga, ich hab mich unter. Ja, komm, ich guck da nochmal rein, ne, wenn du jetzt unbedingt möchtest. Und dann hat's mich irgendwie gecatcht und dann ist halt aus. Bis es gecatcht worden ist, dann nach 1,5 Wochen war ich auf 100%. Ja. Ich hab alles Achievements gemacht. Ich bin so hyped aufs DLC. Ja. Deswegen, same. Das ist einfach, ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, durch das Neuspielen auch mit Kevin, ey, wir haben das eine Woche durchgeballert. Ich habe gefühlt, ich bin wieder komplett süchtig. Ich will am liebsten direkt so ein No-Death-Run-Stream oder, keine Ahnung, nochmal All-Random-Mod oder einfach nochmal New Game plus 10 probieren oder ja, so. Ja, das ist ja gar nicht so schwer bei Elden Ring mit den New Games. Ich spiele jetzt auch das DLC mit New Game plus 5. Ja. Einfach weiter, weil es ist halt Dance Break 15% schwerer. Okay, cool. Aber, dafür ist man halt komplett auf Crack. Mach das doch. Also vielleicht nicht heute. Ja, aber dann. Morgen. Aber ich muss auch Dark Souls 3 mal durchkriegen. Ja, aber ich meine, was ich alles nicht gezockt habe. Palworld. Mhm. Enshrouded. Ja, das ist beides durch. Aber Helldiver 2 habe ich auch gar schon nicht durch. Gespielt. Balato bisher noch gar nicht gespielt. Ja, das ist ein Fehler. Ja, mache ich jetzt heute. Dann, Das war noch jetzt krass. Grünes Deck? Hier, Last Epoch, noch gar nicht gespielt. Okay. Ich verpasse alles, weil ich Dark Souls 3 durchspielen muss. Ja, aber wie lange baust du für Dark Souls 3? Ja, jetzt kommt das Beschissene. Wenn ich das nur streame, sind die halt auch irgendwann, gerade auf dem Zweitkanal, so. Wo sind die Indie-Games, die ich abonniere? Ja, das verstehe ich, aber wie wird, wenn du einfach mal einmal hustlest jetzt? Mal, ja! Einfach mal 12 Stunden. 24, ja, genau so. Einfach mal einmal jetzt durch. Weil der Chat will es auch. Damit du endlich mal andere spielen kannst. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, komm, ich mach's so abwechselnd. Ja, dann brauche ich eigentlich länger, aber ich glaube, es ist all in all besser. Für den Stream besser, ist mehr Abwechslung. Aber du bist auch so ein süchtigen Balatro, ich sag dir. Ja. Du hast ein Problem jetzt. Ja, ja, wenn ich damit anfange. Wenn du damit gleich anfangen wirst. Die Vene ist offen. Grünes Deck, sag ich dir jetzt schon. Damit habe ich das erste Mal alle, die Stacks kennst du schon, wenn du die schwerer machst, die Runs.
Noch nicht? Okay. Ja, habe ich unten gesehen. Ja, aber die, damit hab ich sie alle gemacht. Ah, krass. Grüne Snack ist das. Grüne Snack ist das Beste. Ich habe das Gefühl, also ich habe gestern zum Beispiel einmal das Gelbe ausprobiert. Und da habe ich einfach geguckt, dass ich sehr schnell auf 50 Cash war, um dann die Zinsen maximal zu haben. Ding, und dann rollt der Rubel. Wenn man das schnell hat, kann man krass eskalieren, finde ich. Alter, mein bester Run ist, wir hatten vor kurzem noch ein Video, habe ich nur Straight Flush gespielt. Krass. Aber den Run über haben wir nur Straight Flush, fast nur. Straight Flush ist eine Farbe, aber auch eine Reihe. Ja, ja, ne? Aber du konntest das so manipulieren, dass halt Herz und Karo galten beides. Ach, und gleiches halt für Pick und Kreuz. Ja, ich habe jetzt einen Run gemacht, wo ich nur straight. Ich habe es irgendwie sehr zügig auf Level 8 oder so. Und ansonsten ist nur auf Flush gehen halt einfach ja, Sinn im Spiel. Krass. Das ja, das ist halt so simpel. Das habe ich heute Morgen ausprobiert. Nur Flush ist echt. Komm mal auf jeden Fall immer sehr kontinuierlich weit. Und damit geht's gleich bei euch los. Da wird hier richtig abballert, Rot. Und ich verlasse euch jetzt. Alles klar, Bram. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Kamera. Da ist die Kamera. Okay, ich dachte, die ist noch dahinter. Ich wusste es nicht. Ja, mega geil, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, danke mega, schön. Mega geil. Dann, weil Spandau ist auch immer eine halbe Weltreise. Ach, das ging eigentlich. Meinst du 25 Minuten? Mit dem RE oder so geht das richtig mit gut. Mit dem Auto? Mit dem Auto, ja. Ja, das geht auch. Das stimmt. Autobahn, ab dafür. So. Dann, ciao, Chat. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Lasst krachen. Alter, warum ist denn das so ein trauriger Smiley? Ja, die winken dir zum Abschluss und sind traurig, dass du gehst. Oh, aber ihr habt jetzt richtig geilen Content hier noch. Deswegen. Mann. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Auf bald. Tschüssi. Tschüss. Ich vergesse, wir sehen uns am 11. März. Nächste Woche, oder? Nächste Woche Montag. Ja. Bin ich auf dem Pizmeet-Event, Leute. Schön mir die Knochen brechen. Hoffentlich nicht. Tschüssi. Ja.